Willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Die gute Andrea hat noch nicht kapiert, dass hier ein Mülleimer steht und bringt ihren Drink, der hier herumfliegt, gerade weg. Und ach, sie räumt gerade einfach alles auf. Das ist gut. Wie wäre es, wenn du danach die Kuhpflanze befütterst, weil die hat, glaube ich, seit Tagen nichts mehr zu essen bekommen, die arme kleine Kuhpflanze. Und das ist natürlich ganz blöd. Blöd ist das. Oh, und Chrissy ist wach. Hallo Chrissy, du kleine sexy Maus. Oh, sie ist angespannt, hat kein Vergnügen. Und da ist jemand am Schreien. Ja, Audio, dann würde ich sagen, oder wer kann sich mal um sie kümmern? Papa, wie sieht's aus bei dir? Nee, nicht du, Papa, du, Papa. Papa, steh mal auf, hör auf damit, hör auf damit. Kümmere dich um deine Kinder. Gestern war Mama dran, heute bist du dran. Schmutzige Windeln wechseln und danach nochmal mit Flasche füttern und nochmal mit ihr reden. Mit ihm, mit ihm. Ja, also ist ja hier männlich und so. Ich weiß, wird hier die Windeln gewechselt, dann ist alles gut. Chrissy geht's. Sehr gut. Ach, das ist das Spiel, das... Oh, in Unterwäsche kann sie auch spielen. Oh, Baby, Baby, Baby. Du bist schon hübsche. Ich muss ja sagen. So, Audio. Was tust du da? Du tust da nichts. Du, deinen Kindern geht's gut. Dann würde ich sagen, du holst noch was zu essen. Verdammtes Essen aussortieren. Ich glaube, das macht deine Mutter auch gleich. Aber egal. Kochen. Nee, du sollst nicht kochen. Du sollst dir was zu essen nehmen. Ein Hummer-Thermidor haben wir ja noch nicht genug von gegessen. Also die ganze Familie isst hier Hummer. Hummer ohne Ende. Gut, ich glaube, das Plaudern hier sollten wir mal beenden. Denn Sophie muss ja heute nicht zur Schule. Hat sie ihre Hausaufgaben schon gemacht? Hausaufgaben abgeschlossen. Okay, dann könnten wir hier mal dafür sorgen, dass sie ihre Hausaufgaben konzentriert machen. Ist irgendwie auch gerade nicht so in der, ist sie gerade nicht so dazu in der Lage. Sie hat gerade keinen vernünftigen Kinderspielplatz, oder? Haben wir hier irgendwo ein... So, das ist ja jetzt natürlich blöd. Wir haben jetzt für sie gar kein Spielplatzgerät-Dings. Und kann ich hier eigentlich... Nee, kann ich nicht. Ich kann hier keine Glühwürmchen sammeln. Schade. Ja, was stellen wir an mit dir, Sophie? Was stellen wir nur mit dir an? Motorik ist ja hier irgendwie gerade nicht so in der, nicht so möglich. Muss ich dir jetzt tatsächlich mal so einen Abenteuerspielplatz kaufen? Ah, wie wär's, wenn du hier... Na, eigentlich möchte ich dir schon einen Abenteuerspielplatz kaufen, so an und für sich. Würde ich schon gerne. Gucken wir doch mal. Gucken wir mal, ob wir dir so einen Abenteuerspielplatz-Ding kaufen können. Kinder. Kinder? Was? Fehlt? Hä? Da gibt's doch noch mehr, oder? Hä? Was ist hier los? Kinder? Wieso? Hä? Bin ich irgendwie... Ach, okay, ich war im falschen Ding drin. Okay. Also hier zum Beispiel so ein Piratenschiff. Das kriege ich hier doch niemals rein. Wer soll denn das hier bitte reinkriegen? Seid ihr denn des Wahnsinns? Erstens sind die Dinger schweineteuer und zweitens, wer hat denn so einen großen Garten? Ja, sag mal. Und das Ding hier, ja, das kann man vielleicht noch irgendwie hier unterbringen. Wenn ich denn hier so ein bisschen was verschiebe, wenn das Ding vielleicht da irgendwo hinpacken, geht gerade nicht. Komm, Gartenzwerg, du darfst mal gehen. Du bist der Schwächste, du fliegst. Packen wir das Ding mal hier hin. Und den Wichtel hier, der kommt da weg. Und das Ding kommt da weg. Und jetzt könnte ich theoretisch nochmal dafür sorgen. Ja, Zwerg, komm her. Dass sie wenigstens so ein kleines Spielgerüst kriegt. So. Wenigstens das gönnen muss ihr doch vergönnt sein. Also ganz ehrlich. Es kann nicht sein, dass die hier kein schönes Spielgerüst kriegt, die arme Kleine. Die Audios haben hier eine Kindheit sondergleichen genossen und sie kriegt keine, ne? Nee, das geht nicht. Das kann ich so nicht akzeptieren. Das kann sich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Gott, er betet dieser Kleine hier, ja, ich zeige mal wieder mit dem Mauszeiger, den man sieht. Er betet diese wunderbare Lampe hier an. Ja, passt schon. Okay, jetzt darfst du hier mal eine Runde spielen, kleine Maus, du. Okay. Einmal hier, whoop, und spielen. So, Chrissy, was tust du? Du spielst immer noch, bist wahrscheinlich schon ja, Deke weit genug damit. Was hast du hier vor, um das Essen aussortieren? Jetzt wie wär's, wenn du was zu essen holst. Und öffnen. So, wie wär's denn mit Baked Alaska? Ist doch lecker. Okay, wenn du den Baked Alaska aufhast, würde ich sagen, du duschst hier mal eine Runde. Audio hat gerade nichts zu tun, wenn ich es richtig sehe.
Jobtechnisch hat er heute frei, Bericht ausgeführt ist abgeschlossen, er ist alles ist wunderbar. Dann würde ich noch sagen, du darfst mal den Garten pflegen. Andrea hat sich um die Kuhpflanze gekümmert, der Kuhpflanze geht's gut, dann wollen wir sie noch mal streicheln, spielen. Om nom nom nom. So, Level 4 Mixer und Gastronomiekarriere einschlagen. Ach, wir wollen doch keine Gastronomiekarriere einschlagen, wir brauchen neues Bestreben für sie. Sie braucht ein Bestreben Wissen, nicht in so ein, hier das eins das zu ihr passt. Beliebtheit. Nee, nee, nee. Witzbold, haben wir schon fertig? Oder nicht? Oder doch? Oder ja? Nee, nee, nee. Kreativität. Bodybuilderin. Haben wir das schon? Aha, Kreativität, Devianz, Staatsfeind. Devianz, Meister des Unfugs, nee. Familie, nee. Essen, nee. Vermögen, es bringt sich auch nicht. Vermögen wäre ganz lustig. Wissen, Renaissance, Sim oder Nerdchen. Liebe, Natur, Beliebtheit. Das ist irgendwie. Ach komm, Wissen. Wollen wir noch mal hier Nerdchen? Das haben wir noch gar nicht gemacht. Webmaster. Nee, hier. Das, kluge Schülerin. Da habe ich jetzt eine Logikfähigkeit, Objekte verbessern. Das wäre doch mal eine Möglichkeit. Liebe, Seelenverwandte. Oh. Heiratsmaterial. Erwachsen werden auf Freund. Okay. Werden wir das doch mal gucken, wie wir hier zu zwei Verabredungen gehen. Habe einen Freund oder eine Freundin. Das haben wir doch alles schon mal gemacht. Ich lasse es jetzt erstmal so. Das Bestreben passt so schon. Ich glaube, die werden schon glücklich. So, sie hat sich hier draußen hingesetzt zu ihrer Tochter. Das ist ja nett. Ist das überhaupt ihre Tochter? Es ist ihre Tochter. Stimmt. Ich muss ja hier nicht, dass ich hier durcheinander komme, wer hier zu wem gehört. Aber dafür gibt es ja einen Stammbaum. Oh, die Kinder schreien. Oh, 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 oh. Beide auf einmal. Hier, komm, Papa. Einmal Windeln wechseln, einmal füttern und dann hier nochmal füttern und dann nochmal reden und dann hier nochmal reden und dann seid doch bitte glücklich, ihr armen Kleinen. So, wo kann ich mir den Stammbaum angucken? Das ging doch irgendwo, irgendwie, irgendwann. Galerie? Nee. Stammbaum? Wo war denn nochmal der Stammbaum? Ich hab's schon wieder vergessen. Uäh, uäh. Ihr Freunde, ging das da irgendwo? Stammbäumchen? Ich hab's schon wieder vergessen. Auf aktuellem Grundstück zentriert. Aha, okay. Sophie spielt. Andrea steht. Stehen ist aber irgendwie nicht so der Bringer. Schlafen. Oh, Hunger. Oh, Blase. Oh, Mist. Öffnen. Ich habe mir doch noch was anderes Leckeres, oder? Monte Cristo Sandwich ist doch lecker. Dann Monte Cristo Sandwich kann man gut essen. Dann die Blase drückt. Wenn Mama hier die Toilette nicht mehr belegt, dann kann man da mal was weitermachen. Wie wär's, wenn du dich mal mit deinem Kind unterhältst? Setz dich mal hin und spreche ein bisschen mit ihr. So ein bisschen mit Comics machen. Und Andrea, du wolltest danach schlafen. Natürlich wolltest du danach schlafen. Ich hab's doch richtig. Schlafen. So, was ist jetzt mit unseren Kindern los hier? Konzentrierter Papa steht hier vorm Kind und Kind schreit. Super. Windeln wechseln und in die Flasche wittern und liebkosen. Liebkos sie mal so ein bisschen. Okay, Audio versorgt. Er ist ja noch immer im Garten und möchte danach schlafen. Schlafen ist auch super. Schlafen. Andrea isst und schläft danach. Okay, ich glaube, ich habe sie alle versorgt. Ah, die beiden führen jetzt gerade ein langweiliges Gespräch. Ist klar. Mutter setzt sich extra hin, um mit ihrer Tochter ein klärendes Gespräch, ein Mutter-Tochter-Gespräch zu führen. Und das ist ein langweiliges Gespräch, obwohl sie glücklich ist. Irgendwie bin ich damit nicht zufrieden. Um das mal so zu sagen, ist es irgendwie nicht so, nee, nee. Also nee. Das ist jetzt blöd. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Und die beiden können sich auch nicht entscheiden, ob sie sitzen wollen oder nicht, oder? Naja, gut, komm, dann anbrüllen mit Sicherheit nicht. Wir wollen immer lieb und freundlich sein, beste Freunde werden. So, Mutter, Tochter, beste Freunde. Das ist hier gleich mal fertig. Ja, wir stehen nochmal auf und gehen nochmal und setzen uns nochmal hin und stehen nochmal auf. Einfach, weil wir es können. Einfach nur mal so. Beste Freunde auf Lebenszeit. Yay! Ach komm, dann können wir nochmal ein Kompliment machen und mehr Auswahl. Freundlich. Gemeinsam Foto machen. Nochmal Selfie-Time hier. Selfie. Komm schon, mach mal ein Selfie. Ibagora. Mit Janga. Genau so ist es.
Und Selfie. Klack, ich bin mit drauf. Yay, ich bin mit drauf. Ich hab das Selfie gefotobombt. Ich würde jetzt gerne mal so eine, gibt's die, eine Galerie, gibt es die aber nicht, dass man die ganzen Selfies, die man gemacht hat. Müssen wir kurz schauen. Aha. Neuer Trailer, okay. Beliebte Hashtag Sexy Celebrity Modern. Aha, okay. Community. We are swag girls. Oh no, Gottes Willen. Meine Bibliothek. Ach, hier sind meine ganzen Sachen. Hier sieht man schon die Familien, die ich hochgeladen habe. Familie Wondenhoff, Familie Andrena. Alles hochgeladen hier. Super. Also das. Hier sehe ich aber leider keine Selfies. Schade. Es wäre natürlich cool gewesen, wenn man jetzt die Selfies, die man da gemacht hat, sehen könnte. Geht aber nicht. Leider, leider. Na gut. So, Mutti. Mutti muss mal Möbel herstellen. Mutti muss mal einen Spiegel herstellen. Ja, Töchterchen, es tut mir leid, aber Mutti hat jetzt zu tun. Du möchtest gerne höhere Level der Motorikfläche reiten. Das kriegen wir hin. Spiel doch mal eine Runde. Herbie Edgar steht da und tut nichts. Du möchtest gerne 3 Stunden Unterricht in Musik geben. Wer möchte denn hier mal eine Runde spielen? Geh doch mal üben, wenn du damit durch bist. Andrea schläft gerade. Sophie, könnten wir mal Sophie hier üben lassen. Hör mal auf damit und dann gucken wir mal, ob Papa das hinkriegt, Töchterchen ein bisschen was zum Üben. Also üben. Üben beizubringen. Mit an. Bitte was? Bitte was? Herbie, das ist deine Schwiegertochter. Nee, also so nicht. So. Unterrichten. Ah, jetzt geht's. Ich kann Kinder unterrichten. Das ist es. Ja, super. Das kriegen wir doch hin. Dann zeigt Herbie dir mal, wie du ein bisschen spielen kannst. Wo ist der Herbie? Geh zu deiner Tochter, dann bist du auch nicht mehr traurig. Nein, du möchtest dich nicht im Bett ausheulen. Alles ist gut bei dir. So, jetzt zeigt Papa dir mal. Jetzt ist er wieder glücklich. Perfekt. Eine sehr verspielte Mutti. Ich möchte gerne 20 Fischarten sammeln. Oh, was ist das Tantiemenbild? Oh, alles nur geklaut. Wir haben ordentlich Geld verdient. Und hier nochmal ordentlich Geld verdient. Yay! So. Chrissy, was möchtest du tun? Du möchtest gerne Videospiele spielen. 50% erledigt. Komm. Nein, nee, Videospiele spielen, da geht noch was. Hier. Skulptur herstellen. Verspielte Skulptur. Spaß. Wupp, Tür zu. Tür zu, perfekt. So, Audio steht da und tut nichts. Möchte gerne auf die Toilette gehen. Da haben wir unsere eigene hier. Einmal verwenden. Und wie wär's, wenn du danach mal der Gina Hallo sagst? Komm doch mal rein, Gina. So, jetzt gibt er hier Unterricht. Das ist perfekt. Dann kriegen wir das hier. Danach darfst du dann mal auf die Toilette gehen. So, Audio, wie lange willst du noch auf Toilette sitzen? Da unten steht jemand und wartet auf dich. Beeil dich doch mal. Ich bräuchte hier so eine Außentreppe, dass die da schneller runterkommen. Das wäre auch eine geile Idee. Aber ich habe so wenig Platz. Ich muss umbauen, aber ich werde auch die nächsten Wochen nicht dazu kommen, umzubauen. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal dazu komme. Nächste Prüfung ist am 17. März. Ja, meine letzte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss ich noch was für tun. Dementsprechend habe ich wenig Zeit aufzunehmen. Ist auch ein Grund, warum momentan bei mir nur 2 oder 3 Videos am Tag, also nur Minecraft The Village und dann Sims 4 kommen. Das ist, ja, ich habe nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Ich möchte ja eigentlich gerne 3 Videos pro Tag bringen, aber ich komme einfach immer mit so wenig zum Spielen. So, Chrissy hat ihr Ding fertig gemacht. Wie sieht es eigentlich aus bei ihr in der Fertigkeiten-Tabelle? Geschicklichkeit Level 7. Wie wär's denn, noch ein bisschen Himmel beobachtest, so aus reiner Spaß an der Freude. Sophie, hier gibt's immer noch Unterricht. Zufrieden, er ist auch zufrieden. Hier mit eine Stunde hat er schon. So, sie sind hier drin und es ist hier peinliches Schweigen. Komm, dann stell dich doch mal lustig vor. Nein, nicht bitten zu gehen. No. Freundlich vorstellen? Kennen die sich nicht? Was ist da los? Die beiden kennen sich doch. Also, ehrlich, die kennen sich noch nicht? What? Ernsthaft? Wieso kennen die sich noch nicht? Was ist da denn los? Über Interesse reden, kommen dann tiefgründige Unterhaltung und so. Outfit ändern? Nein. Hier. Die beiden kennen sich ehrlich nicht? Das wundert mich jetzt ein bisschen.
die beiden würden so gut zusammenpassen, weil, sie, weil, sie, weil er ist so ein Sportkerl und sie ist auch so ein Sportding. Ich schau gerade mal, wie die Anlage hier aufgebaut ist. Sieht auch sehr cool aus. Ah, hat Merkmal ordentlich von Gina gelernt. Sehr cool. So, hier ist weiter Unterricht angesagt. Mama ist dabei. Alle sind glücklich und zufrieden. Auch die Kinderchen hier sind gut drauf. Ja, passt doch. Ich glaube, nur Herbie sollte langsam... 2 Stunden hat er jetzt. Passt doch. Ja, also jetzt gerade sind alle glücklich und zufrieden. Er kann dir noch die 3. Stunde im Unterricht geben. Da warte ich jetzt noch mal fix drauf. Dann könnte ich mir auch noch ein neues Bestreben... Ne, neues Bestreben haben wir ja. Das ist jetzt Level 3 von 4. Fesselnder Musiker. Wenn er das hat, dann ist doch super. Er muss nur dringend auf die Toilette. Ja, willst du es abbrechen, möchte ich das aber auch nicht, weil die Stunde, die würde ich jetzt gerne noch eben nutzen. Das wäre jetzt super. Mutti sucht immer noch. Könnte auch wieder ins Weltall fliegen. Ja. Oh. Audio, was tust du gerade? Er spricht, na komm mal her. Hier, einmal mit Flasche füttern und nochmal mit Flasche füttern und dann nochmal Windeln wechseln und nochmal Windeln wechseln und dann reden und reden. Na los, kümmere dich schön um deine Kinder. Komm, guck mal hin. Sind sie gleich voll aus dem Häuschen. So, komm, noch ein Stündchen. Ist doch nicht mehr so weit, oder? Yay, Bestreben erfüllt. Yay, hey, gut, hör auf damit und geh auf Toilette. Oh, wir haben es abgeschlossen. Das war schon die 4. Stufe. Oh, yay. Verdient das Merkmal Fesselnder Musiker. Besondere neue Lieder freigeschaltet. Jetzt muss ich ein neues Bestreben für ihn wählen. Ich habe doch vorhin schon das Problem gehabt. Komm, dann wirst du jetzt Bestseller-Auto oder herausragender Maler. Du wirst jetzt herausragender Maler. Mir doch egal. Du wirst jetzt Maler. Audio muss in 1 Stunde bei der Arbeit sein. Und Level 3 Kreativfähigkeit. Und yay. Gut. Wie geht's dir, Madame? Du darfst mal was... Oh! Essen! Blase! Öffnen! Kuchen! Toilette! Hilfe! Ja, aber ich würde sagen, diese Folge ist jetzt hier beendet. Hab mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr von meiner nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin! Ciao!